Am 7. Dezember 2023 finden wieder die Game Awards statt und ja, wir werden das auf Twitch streamen, drauf reagieren und uns auf Neuankündigungen freuen. Jetzt, nachdem gestern Abend die Nominierten für die einzelnen Kategorien preisgegeben wurden, dachte ich mir, ich mache genauso wie 2022 ein Video zu meinen Votings. Wenn euch das also interessiert, dann seid ihr hier richtig. Ich bitte aber natürlich wie immer darum, sowohl meine als auch die Meinung anderer in den Kommentaren zu respektieren. Ihr könnt gerne diskutieren, jeder hat seine eigene Meinung, aber seid nicht toxisch. Das wollen wir hier und auch auf allen anderen Kanälen nicht haben. So, wir steigen direkt ein mit Most Anticipated Game, also das meist erwartetste Game, weil die Kategorien hier, die interessieren mich halt einfach nicht und ich habe da teilweise auch keine Ahnung, wer die Leute sind oder was das für Spiele sind. Ja, interessiert mich nicht, deswegen möchte ich dafür nicht abstimmen. Wir steigen also direkt hier mit ein. Natürlich gibt es bei dieser Kategorie nur Spiele, die bereits angekündigt wurden. Man kann ja nicht in die Zukunft schauen. Und ich glaube, beim letzten Mal hat hier Zelda Tears of the Kingdom gewonnen. Und ich würde tatsächlich für 2024 meinen Vote entweder an Star Wars Outlaws geben, weil mich da der erste Trailer schon sehr gehuckt hat. Obwohl ich jetzt auch nicht der allergrößte Star Wars Fan bin. Tekken 8 natürlich auch nicht schlecht. Das hier muss ich sagen, ja, ist halt nicht mein Ding. Auch nicht, obwohl Hades 2 bestimmt ein super, super Spiel wird. Hades 1 ist auch schon sehr, sehr gut gewesen, aber es ist nicht mein Genre, es interessiert mich nicht. Final Fantasy Remake Teil 2, ebenfalls hoch im Kurs bei mir. Also eines der beiden wird meinen Vote bekommen, da ich tatsächlich, den ersten Teil des Remakes sehr, sehr gut fand und mein Vertrauen in den zweiten lege und mir auch Final Fantasy 16, zumindest von dem, was ich gespielt habe, ich habe es nicht ganz durchgespielt, sehr gefallen hat, würde ich mal vertrauen und Final Fantasy voten. Digga, ich muss mich anmelden, dein Ernst? Jetzt hat's geklappt. Ich glaube, wenn ich jetzt auf Next Category gehe, dann kommen wir wieder zu den E-Sports-Dingern, deswegen arbeiten wir uns generell von hinten nach vorne, um dann als letztes für Game of the Year abzustimmen. So, Best Adaptation. Ja, ich habe nicht alles davon gesehen. Davon habe ich aber leider nicht so viel Gutes gehört. Das hier habe ich gesehen, war sehr strong. Finde ich persönlich, wird aber auch ein wenig overrated. Also so ultra krass war es jetzt nicht. Es war sehr gut, aber nicht ultra krass. Ich habe da wirklich einige Kritiken gelesen, die das in den heftigsten Himmel heben. Also so strong fand ich es jetzt persönlich nicht. Habe ich nicht gesehen. Und der Mario-Movie, ja, hätte man natürlich auch an sich besser machen können. Es ist halt eine Original-Story, bei der man sehr sicher gegangen ist. Ja, man hat wirklich gar kein Risiko gefahren. Aber ja, come on, ich muss Mario voten. Es ist halt ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist mit diesem Film. Er ist solide bis gut und ja, hat auf jeden Fall den Vote verdient. Ist ja auch wirklich einer der erfolgreichsten Filme of all time geworden. Also das Ding ist eingeschlagen. Und ich hoffe, dass er mit einem weiteren Mario-Film dann auch nochmal ein bisschen mehr Risiko geht in der Story. So. Aber hier, das hier auch knapp dahinter, ne? The Last of Us. War, wie gesagt, auch sehr, sehr gut. Best Multiplayer. Für mich auf keinen Fall Super Mario Wonder, weil ich der Meinung bin, dass der Multiplayer da nicht wirklich gut ist. Also ich habe den einmal kurz ausprobiert und ja, ich finde es einfach nicht geil. Es sind halt beide Spieler auf einem Screen. Ne? Es wird einfach nicht geteilt, wenn ein Spieler weiter geht als der andere, sondern man ist immer gezwungen, auf demselben Screen zu sein. Dadurch entstehen einfach Einschränkungen, die den Spielspaß meiner Meinung nach reduzieren. Und man kann sich halt auch nicht mehr Huckepack nehmen und werfen. Was natürlich häufig zum Trollen missbraucht wurde. Ja, korrekt. Aber man kann es natürlich auch benutzen, um sich gegenseitig zu helfen. Aber es gibt jetzt einfach keinerlei Kollisionen mehr. Stört mich einfach. Finde ich auf jeden Fall nicht, dass es ein guter Multiplayer ist. Das hier ist ein sehr spaßiges Spiel. Damit habe ich keine Berührungspunkte. Deswegen würde ich sagen, Street Fighter 6. Weil, ja, Street Fighter immer ein gutes Multiplayer-Game ist und auch das Spiel sehr gut wurde. Dann weiter geht's mit Best Sports Racing Game. Ja, da habe ich dieses Jahr nicht viele gespielt, aber ich würde sagen, aus der Auswahl, die wir hier haben, das hier
und das hier so ein bisschen im Spotlight. Und ich persönlich würde dann tatsächlich Forza Motorsport wählen. Next. Beste Simulation / Strategie. Da muss ich gar nicht lange überlegen. Pikmin 4 ist ein großartiges Spiel. Das Beste seiner Reihe. Und auch eines der besten des gesamten Genres. Wirklich, dieses Game bekommt nicht so viel Liebe, wie es bekommen müsse, weil es ist halt ein Nischen-Franchise. Aber Nintendo hat mit diesem Game, auch weil man so lange damit gewartet hat und das so schön ausgearbeitet hat, wirklich fast alles richtig gemacht. Meiner Meinung nach könnte man das auch für Game of the Year aufstellen. Es ist wirklich top. Verdient einen Preis und ich hoffe sehr, dass es Pikmin 4 schafft. So. Dann haben wir Best Family Game. For the best game appropriate for family play, irrespective of genre or platform. Ich weiß nicht, die Formulierung Best Family ist halt weird. Weil das ja auch irgendwie so ein klein wenig den Beigeschmack von, ja, ein Spiel, das man mit seiner Familie spielt, hat. Aber nicht alle dieser Games sind im Multiplayer spielbar, glaube ich zumindest. Nee, Pikmin 4 hat keinen Multiplayer, oder? Und selbst wenn, dann keinen guten. Ja, keine Ahnung. Also, für mich persönlich ist diese Kategorie immer die Nintendo-Bias-Kategorie. Ich glaube, so gut wie immer gewinnt hier ein Nintendo-Spiel. Deswegen werde ich es jetzt auch aus der Sicht bewerten und Mario Wonder nehmen. Aber ich finde die Bezeichnung immer für diese Kategorie schwierig und die Auswahl genauso. Ich weiß nicht. Komm da nicht so mit. Best Fighting Game. Ich habe sehr viel Positives über Nickelodeon All-Stars Brawl 2 gehört tatsächlich. Der erste Teil war ja eher Dreck, aber offenbar haben sie mit dem zweiten was Gutes abgeliefert. Leider habe ich keine Zeit gehabt, es mir anzuschauen, deswegen möchte ich es jetzt nicht einfach so aus dem Stegreif wählen. Ich weiß, dass Street Fighter 6 gut ist, deswegen bekommt das meinen Vote. Das hier kenne ich tatsächlich gar nicht. Das auch nicht. Aber die werden bestimmt auch nicht schlecht sein, wenn sie hier aufgelistet sind. Next one! Best RPG. Ich muss sagen, ich bin überrascht darüber, dass Octopath Traveler 2 hier nicht gelistet ist. Aber Starfield, was für mich, wie gesagt, nur meine Meinung, der größte L dieses Jahr ist. Ich hatte sogar eine Placement-Anfrage dafür. Hab die im Prinzip schon angenommen. Hab aber zuvor, also einen Tag zuvor, so einen Stream von einem Kollegen gesehen, der sich die Deluxe-Edition gekauft hat für, ich glaube, 120 Euro oder was es gekostet hat. Und ich war da nicht die ganze Zeit im Stream, aber immer wenn ich dabei war, fand ich selber nicht gut, was ich gesehen habe und er eben auch nicht. Und er hat 3 Stunden gestreamt, fand es echt scheiße. Und dann dachte ich mir so, nee. Ich habe das Placement abgesagt. Ja, sorry. Ich freue mich für jeden, der mit dem Spiel Spaß hatte, ne? Gar keine Frage, aber ich habe was anderes erwartet. Final Fantasy 16 habe ich ja angespielt und auch nochmal ein bisschen privat weitergespielt. Wie gesagt, nicht durchgespielt, aber es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Vor allem der Anfang ist ultra strong. Und ich weiß, dass Baldur's Gate 3 so ziemlich neben Zelda TOTK das meistgehypteste Game dieses Jahr ist. Aber ich habe 0 Berührungspunkte damit, deswegen kann ich es jetzt auch nicht einfach voten. Wahrscheinlich hat es Baldur's Gate 3 verdient. Wahrscheinlich. Ich weiß es aber nicht. Mein Vote, weil ich damit Berührungspunkte hatte, geht an Final Fantasy 16. So, next. Best Action Adventure. Jetzt wird's langsam schwer. Eigentlich haben es alle hier verdient, aber Zelda ist halt literally Action Adventure. Durch und durch und hat das Genre mit Ocarina of Time revolutioniert. Und auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Fan von Zelda TOTK bin, wobei das ist auch falsch. Wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen. Machen wir es kurz. Wie gesagt, alle haben es verdient. Alle sind gut, aber Zelda ist einfach Zelda. Und wenn die da nicht komplett reinscheißen,
dann hat's den Vote auch verdient. Also wären wir jetzt im Jahr, wo Skyward Sword released wurde, hätte ich gesagt, nee, lass was anderes nehmen. Aber Zelda TOTK, auch wenn es meine persönlichen Ansprüche nicht ganz erfüllt hat, man kann dem niemals absprechen, dass es ein unfassbar geiles Action-Adventure ist. Und Gameplay-wise, mit den Neuerungen, Fuse, Ascent und alles, das ist ja mega nice gewesen. Deswegen würde ich schon sagen, hat es das in der Kategorie verdient, aber alle anderen ebenfalls strong. Best Action Game. Ich glaube, hier fehlt mir irgendwas. Was war das nochmal? Stimmt. Metroid Prime Remake. Ja, ist ein Remake. Aber wir haben sogar bei Game of the Year ein Remake stehen. Deswegen ist die Frage, warum Metroid Prime Remake nicht auch irgendwo nominiert ist. Entweder hier bei Best Action Game, wobei das andere war Action Adventure, ne? Ja, also wenn dann hier drin. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Es ist ja sogar das, ich glaube, fünftbestbewertetste Spiel 2023. Das Metroid Prime Remake. Das fünftbestbewertetste Spiel. Und hat hier keine Nomination, aber Starfield schon, was jetzt auch nicht die besten Wertungen hatte? Weiß ich nicht, Digga. Ne? Finde ich komisch. Es hat auch, glaube ich, über 100 Reviews. Also, kann man nicht overlooken, wenn man Remakes in verschiedene Kategorien packt. Ich persönlich fände es ja sogar besser, wenn es eine eigene Kategorie für Remake-Remaster gäbe. Aber ist nur meine Meinung. Ja, wie auch immer. Also von dem, was hier zur Auswahl steht, Hi-Fi Rush. Auch wenn ich es jetzt nicht so wirklich als Action-Game sehe, ist meiner Meinung nach das beste Game, was wir hier sehen. Deswegen nehme ich Hi-Fi Rush. Best VR AR Game. Horizon Call of the Mountain habe ich auch zur Hälfte gespielt. Ist wirklich okay. Auch grafisch sehr ansprechend, aber vom Gameplay her ein bisschen eingeschränkt. Wenn man das jetzt mal mit Resident Evil Village VR Mode vergleicht, dann ist das wirklich mehr ein Game und auch eine sehr gute Umsetzung. Resident Evil 8 bekommt den Vote. Habe ich aber auch nicht ganz durchgespielt, weil es ist in VR wirklich unfassbar gruselig. Alter. Best Mobile Game, ja. Können wir eigentlich auch überspringen? Ja, machen wir auch. Komm. Bestes Debüt Indie Game. Hier bin ich ein bisschen überrascht, dass Dave the Diver nicht dabei ist. Oder ist das gar kein Indie-Game? Ich dachte, es wäre eins. Aber anscheinend nicht. Also, sehr viel Positives gehört habe ich über Cocoon und Pizza Tower. Pizza Tower habe ich mir ein bisschen was auch angeschaut. Ich würde das jetzt einfach mal supporten und Pizza Tower wählen. Leck, 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 leck. Ah, jetzt. Best Independent Game. Ah, es gab davor schon mal ein Spiel von den Leuten. Deswegen ist es nicht gelistet gewesen. Okay, das erklärt's. Alles klar. Ja, Sea of Stars, auch sehr schön. Persönlich würde ich sagen, Octopath Traveler, was ja so ähnlich ist, ist nochmal ein bisschen besser. Aber das hier ist auch wirklich ein schönes Spiel. Ich denke aber, dass in dieser Kategorie Dave the Diver den Vote verdient hat. Best Community Support. Glaube ich, würde ich auch skippen, weil ich mich da jetzt... Nee, ich würde tatsächlich Cyberpunk supporten wollen, weil die haben ja, ich weiß, die haben beim Launch komplett reingeschissen und haben all die Kritik verdient. Aber sie haben sich wirklich zusammengerissen und über die Jahre Updates geliefert und das Spiel ist jetzt mit diesem neuen DLC, würde ich sagen, schon in einem sehr, sehr guten Zustand. Da kann man dann auch nach all dem Hate, der verdient war, die Kirche im Dorf lassen, auch mal sagen, ey, wenigstens habt ihr euch drum gekümmert. Ist gut jetzt. Best Ongoing. Könnte man an sich auch Cyberpunk wählen?
Aber wenn man jetzt mal die gesamte Final Fantasy-Reihe mit einbezieht, dann gibt es da eigentlich keinen Weg dran vorbei. Und darum geht es hier ja im Prinzip auch. Muss es auch erstmal schaffen, so viele Mainline-Games in einem Franchise rauszubringen und immer noch erfolgreich zu sein. Games for Impact. Dieses Mal kenne ich da wohl etwas weniger Spiele als sonst. Eigentlich bin ich in der Kategorie auch immer ganz gut bewandert. Das Einzige, wo ich wirklich was von gesehen habe, ist Chia. Es ist zwar jetzt auch nicht ganz gut geworden, wie erhofft, aber immer noch für das, was es ist, sehr, sehr schönes Spiel und erinnert auch sehr an The Wind Waker. Ich würde da auch mal meinen Support für raushauen. Innovation in Accessibility. Kenne ich jetzt auch nicht bei jedem Spiel im Detail. Würde ich mal Spider-Man supporten. Aber ja. Habe ich jetzt auch nicht die hundertprozentige Kenntnis drüber. Best Performance. Ja, ist schwer. Meine Favoriten sind er hier. Sie. Und er. Ich habe, wie gesagt, von Baldur's Gate keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er auch gut performt. Mensch, sie bekommt mein Vote. Generell Alan Wake 2. Großartiges Spiel. Best Audio Design. Recognizing the best in-game audio and sound design. Es geht um das Design. Da kannst du ja eigentlich Hi-Fi Rush nicht ignorieren. Es ist ja basically ein Rhythmusspiel, so in dem Sinne. Aber ich sehe auch Alan Wake 2 und Resident Evil 4 sehr weit vorne hier. Damn. Ich habe weniger Berührungspunkte mit Hi-Fi Rush. Wahrscheinlich hat es das am meisten verdient, aber mein Vote geht tatsächlich an Alan Wake 2. Aber alles okay, wenn die anderen gewinnen, kein Problem. Ich denke, jeder hier hat es verdient. Best Score and Music. Das ist schon wieder Best. Boah, was ist dort los? Zelda Bias. Aber alle anderen haben es verdient. Hier gibt es nur Kings. Aber ja, ich gebe zu, Zelda und Nintendo Bias. Best Art Direction. For Outstanding Creative and or Technical Achievement in Artistic Design and Animation. Ist tatsächlich für mich eine klare Nummer, in dem Fall Alan Wake 2. Das ist unglaublich, wie dieses Spiel aussieht und visuell performt. Das ist wirklich Kunst und in einigen Bereichen Next Level. Best Narrative. For Outstanding Storytelling and Narrative Development in a Game. Gott sei Dank steht hier nicht Zelda Theotica. Also, das ist nämlich genau das Gegenteil von Best Narrative. Alan Wake 2. Eindeutig. Best Game Direction. For Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design. Mario vielleicht? Ja, doch. Super Mario Bros. Wonder. So viel Kreativität, so viele neue Ideen. Es hat 2D Mario wiederbelebt. Man hatte in jedem Level eine Überraschung. Ja, im letzten Drittel haben sich einige Wundereffekte wiederholt. Das fand ich auch nicht so cool. Aber insgesamt, es ist genau das, was hier gefragt ist. Und da hat Mario abgeliefert. Zweiter Platz für mich Alan Wake 2. Dann Zelda, Spider-Man. Und ich hab, wie gesagt, keine Ahnung von Baldur's Gate 3. Ich weiß, es ist gehypt, aber ich habe keine Ahnung davon. Oh. Und hier haben wir nun die wichtigste Kategorie, Game of the Year. Ich bin schon mal sehr, sehr froh, dass es jeder hier auf jeden Fall verdient hat und ich mit allem zufrieden wäre. Das hier sind alles großartige Spiele dieses Jahr. Ich
persönlich glaube, dass man Resident Evil 4, auch weil es ein Remake ist, auch austauschen könnte mit beispielsweise Pikmin 4 oder Final Fantasy 16. Aber ist okay so. Und auch wenn ich an sich dazu tendiere, Alan Wake 2 zu wählen, habe ich es nicht ganz durchgespielt, um dem jetzt gerecht zu werden und hier einen Vote zu verteilen. Deshalb, glaube ich, könnt ihr verstehen, dass ich wieder auf meinen Nintendo-Bias zurückfalle und natürlich, auch wenn ich meine Probleme mit Nintendo habe, da meinen Support da lassen würde. Sprich, es entscheidet sich zwischen den beiden hier. Und vielleicht für ein paar überraschend, aber ich werde Zelda wählen, auch wenn ich mit Super Mario Bros. Wonder an sich mehr Spaß hatte. Aber Super Mario Bros. Wonder ist und bleibt halt nur ein 2D-Jump'n'Run. Und hätte man da jetzt alles richtig gemacht oder fast alles richtig, wie beispielsweise bei Donkey Kong Country Tropical Freeze, hätte ich es wahrscheinlich auch gewotet. Aber ich habe es ja gerade eben schon erwähnt. Leider fand ich gegen Ende, dass sich einige Wundereffekte wiederholt hatten, nicht so gut. Fand es auch nicht so gut, dass die Welten unterschiedlich groß waren und auch der Qualitätsabfall in der dritten Welt ist mir aufgefallen. Der Schwierigkeitsgrad hätte größer sein können. Ja, wir haben ganz am Ende das schwierigste 2D Mario Level of all time bekommen. Oder eines der schwierigsten auf jeden Fall. Aber das reicht dann natürlich im Endeffekt nicht. Wir haben keinen wirklich krass guten Online-Multiplayer. Wir haben einen, wie ich finde, nicht guten lokalen Multiplayer. Also es ist ein super Game. Aber Zelda ist halt nochmal so viel mehr Aufwand. So viel größer. War so viel länger in Entwicklung. Hat uns den besten Ganondorf of all time gegeben. Hat uns den besten Final Fight gegen Ganondorf of all time gegeben. Hat reingeschissen bei den Dungeons. Ja, absolut. Hat kein gutes Storytelling. Ja, absolut. Es verwendet dieselbe Map, auch wenn sie modifiziert wurde. Ja, absolut. Aber wir reden hier von dem höchstmöglichen Maß an Qualität und Erwartungshaltung. Die Entwickler waren eigentlich nicht imstande, diese Erwartungshaltung zu erfüllen. Deswegen habe ich da auch ein bisschen Mitleid mit denen. Es war schlichtweg nicht möglich, außer sie hätten wirklich alles umgesetzt. Und das ist halt auf der Nintendo Switch so in so einem großen Game nicht mehr machbar. Sie haben wirklich ihr Bestes gegeben und es ist ein super Spiel geworden. Meiner Meinung nach nicht besser als Breath of the Wild. Und ich stehe auch nicht 100% hinter dem Vote, aber trotzdem würde ich den Support da lassen. Zelda TOTK ist immer noch big, geil, bedeutet mir viel, hat mich nicht ganz zufriedengestellt, hat nicht alle meine Wünsche erfüllt, aber der Support ist trotzdem meinerseits da. Again, alle anderen ebenfalls ultra gut. Ich würde mich besonders freuen für Alan Wake, für Mario Bros. Wonder, aber genauso viel auch für die anderen drei hier. Das war mein Voting. Wir haben dieses Jahr einfach nichts, wo ich wirklich zu 100% dahinter stehe, wo ich sage so, ja, das war unfassbar geil, ich liebe das Spiel, das muss gewinnen. Sondern wir haben ein, yo, das war sehr gut, ein paar Sachen sind nicht so geil, aber es hat es verdient, die anderen genauso, schauen wir mal, wie es kommt. So würde ich es jetzt am Ende mal formulieren. Und damit bin ich raus. Danke fürs Ansehen. Und am 7. Dezember live auf Twitch, die Game Awards 2023.